Herzlich willkommen, Kapitän, Kapitän bei World of Warship. Ich fühle mich ja auch immer, kann man sagen. Werft-Event ja ist schon ganz schön dabei, sind nur noch 34 Tage noch. Und wie man sieht, ich bin erst bei Abschnitt 5. Der nächste Abschnitt wird, sagen wir, zwei Abschnitte bin ich hinter mir. Und ich bin, kann man sagen, ich bin ja schon relativ weit vorne. So, in dieser Folge möchte ich relativ viel Kreuzer spielen. Also ich habe ja schon 20 Abfahrtage schon dabei. Und hier kann man sagen, fast beinahe die Hälfte habe ich schon dabei. Ich habe die 20 Abfackler habe ich mit meinen Dings gemacht, mit meinem Belfast. Ohne Scheiße, wirklich 20 Abfackler gemacht, aber die Runde habe ich leider verloren. Das war ein bisschen schade. Also wenn ich die Runde gewonnen hätte, hätte ich wahrscheinlich richtig ein geiles Replay, aber naja, die Runde war leider verloren, hätte ich auch hochladen können. War ein bisschen schade, dass ich verloren habe. Aber es war echt geil. So 20 Abfahrtler mit die Belfast, das ist für mich persönlich ein neuer Weltrekord. So, das heißt, relativ viel Kreuzer spielen. Ich könnte jetzt mit Belfast weiterspielen oder mit Milchig Kutuzov. Aber das Problem ist halt, das sind relativ starke Kreuzerschiffe. Und ja, so auf Tier 10 habe ich persönlich eher keine Lust. Das ist so meh, also wirklich. Dann würde ich eher... Boah, Drake, also Drake war auch nicht schlecht. Für die Schiffe habe ich ja keinen Kapitän. Shit. Habe ich echt null Kapitän drauf? Ach, das ist Kacke. Ich möchte keine völlig OP-Schiffe hier spielen. Das Problem hier für die Schiffe, für die beiden habe ich überhaupt keinen Kapitän. Das ist leider hier drauf. Würde ich echt wieder gerne spielen. Ich weiß, welche Schiffe ich spiele. Ich weiß es, ein japanisches Schiff. Yasuma! Nein, die Yasuma hat eine permanente Tarnung. Genau. Ich spiele Runde Yasuma. Hat auch relativ gute HE. Was im Premium T9 Premium Schiff ist, natürlich Credits. Bisschen P. Und ich würde sagen, freie P. Für freie P brauche ich einen rein theoretisch nicht, aber naja. So, bevor wir losstarten. Erstmal zwei, ich will kommen. Ich versuche mal mein Glück. So. Ne, leider nicht. Schade. So. Azuma, das kann man sagen, ist so eine, kann man sagen, ist eine, wenn man Yoshino hat, ja, ist es fast das gleiche Schiff. Also außer die Yoshino hat ja Torps, das Ding hat ja keine Torps. Also ist ein bisschen was anderes. So, mein Kapitän habe ich so geskillt. Relativ bis zur Flugabwehr. Brandschutz könnte ich jetzt skillen. AP könnte ich mehr machen. Aber ich spiele das Schiff ja persönlich, wie ich das am besten mag, kann man sagen. So, ich würde sagen, Runde Azuma Action. Wie gesagt, ich möchte ein bisschen Kreuzer spielen. Und die Sache ist ja, wenn ich starken Kreuzer spiele, wie die Belfast und Michael Kutuzov, da zeige ich ja, wie die völlig krank oder krank wie die sind, wie Abflag ich mache. Oder habe ich wirklich Runden, die sind komplett krepp und kann ich in der Tonne werfen. Deswegen. Ich könnte auch Ubuki spielen, ist auch kein schlechter Kreuzer. Also das ist immer so eine Sache. In Haiti-Bereich, also mal fast zu Ende. Das ist ein bisschen schwierig immer, kann man sagen. Aber naja, mal gucken. Also ich möchte diesmal, wenn wir den Werft-Event mal ein bisschen pushen, ein paar freie P, weil die Puerto Rico habe ich ja schon als Werfschiff schon. Und wenn ich das Ding nochmal komplett erspiele, kriege ich dafür Stahl und das Stahl mich dafür mit Stahlschiff ja, dafür nutzen. So, besonders bei der Azuma ist, wir haben relativ einen schnellen Heal-Wieder-Apparat.
Also 28 Sekunden, Ladezeit 40 Sekunden. Das, die haben den schnellsten. Also ich weiß nicht, dass die ja Zoom den schnellsten hier hat, aber wieder benutzen kann. Also ist echt nicht schlecht. So. Aber dafür darf ich nicht vergessen, mit der Azuma, wir sind Kreuzer, also relativ ein Schlagkreuz, das heißt, wir müssen eher auf Distanz spielen. Das heißt, wir mehr auf Long Range spielen. Weil das Ding ist ziemlich sehr anfällig für Schaden, teils mit AP und HE. Also hier ist wirklich eher Reichweite zu spielen. Das ist das Einzige. Was man wieder mit das Ding leider mit der Azuma spielen muss, leider. Also wirklich, wie ich hier mache, volle Breitseite, das Ding fresst so schnell Zitadellen, das ist abartig. Also wirklich, eher auf Long Range oder gerade frontal stehen, aber selbst wenn das Ding frontal steht hier, selbst da frisst er unheimlich Schaden. Deswegen. Immer ein bisschen versuchen, auf Reichweite zu spielen. So. Jetzt brauchen wir ein bisschen auf Scouting. Was macht der da? Hat der überhaupt was gemacht oder wollte er einfach nur die ganzen Aufklärerbinder? Es gibt gerade so einen Auftrag für Flugzeugträger. Na komm, ich hau mal Reichweite rein mal raus. Der steht hier fast beinahe, ja. Jupp, auf den Arsch, gleich meine 12. Also, der hat gerade anscheinend Antriebsmotivation gerade drin gehabt. Der ist so schnell gerade runtergegangen mit Geschwindigkeit. Was ist das? Also wie grau und braun, gerade mal ein bisschen Licht. So. Na, die Seilstimme sieht schon mal besser aus. Ach, na Crap. Ja, das Problem ist, wir haben überhaupt keine. Ein Treffer, what? Und Reichweite vorbei. LOL. What? Da ist die Gier aufgetaucht. Und die Zeit ist beinahe tot. Ach, wie geil. Enemy ship is in sight. Ja. Jetzt, wer wartet, würde weiter Breitseite fahren. Nee. Alles klar, die spielen in Divi. Z23 gegen eine Giering. Ach du Scheiße. Das ist ja kein Wunder, der verloren hat. Tone killt die Schliefen? What? Wie hat der das denn angestellt? Leute, ist einfach. Alter, Schliefen. Also so. Also wirklich so komplett im Tod fahren brauchst du auch ja nicht. Das ist anscheinend hier komplett YOLO durchgefahren. Bei 5 Schiffen beinahe. Oder 4. Bei 4 Schiffen. Dazu noch oben noch 2. Also wie kann man seinen Schiffen so verheizen? Das ist gerade unverständlich gerade. Ja, okay, alles klar. Deswegen, okay. Die beiden spielen in diesem Divi-Pack. Alles klar. Das Problem ist, wir haben überhaupt null. Wir sehen ja fast gar nichts.
Das ist gerade, das ist ein bisschen sehr, sehr, sehr schlimm. Ein Treffer? What the what? Fünf Treffer und nicht, lol, nicht meine Zitadelle. Jetzt kann ich die Zitadelle nicht mehr abgefuckt. Was? Was ist da bitte kaputt? Und hat sich eingenebelt. Fünf? Ich habe 12 Treffer und nicht mal Brand, noch nicht mal. Was ist das? Das ist echt, sag mal. Also, mit Japaner kriegst du relativ schnell Abfall, klar. Dann kann man sagen, in den ersten paar sein. Bei 12 Treffer und nicht mal einen einzelnen Brand, das ist doch schon echt wenig. Ja, die Giering hat so gewartet wegen dem Flugzeug, der wieder unsichtbar ist. Ja, endlich mal ein kleines Feuerchen gelegt. Das Problem ist, die Kasage macht einen Fehler. Da muss den Zerstörer mal aufdecken hier. Der Zerstörer ist eigentlich rein der gefährlichste von allen. Okay, der lässt uns einen Ticker, noch nicht schlecht. Oh, okay. Was ist das hier? Also, ich schreibe mal hier DD-Fragezeichen mal. Der Giering kann ja eigentlich hier die beiden Kloppeln komplett Kosashi gleich wegtorpen. Weil die uns Flugzeuge, der Kosashi und der Flugzeuge tut die Dinge noch nicht mal scouten, noch nicht mal. Und das ist gerade nicht sehr optimal. Okay, ich bin schon mal gespottet, ich mach schon mal Hut an. Slava auch noch, ach du Kacke. Slava, das ist der x-te nicht das schönste Schiff. Ach, du, alles klar, der guckt zu mir. Der guckt gleich zu mir. Weil ich darauf gespottet bin, jetzt nicht mehr. Also, der hat genau gewartet, bis ich meine Breitseite zeige. Vorher nicht. Also, den gönne ich ihm nicht den Schaden. Wieder. Ich habe 5 Treffer und wieder kein Brand. Was ist mit meiner Zuma los? Oder allgemein mit Japaner gerade? Okay, er bringt ihn in die Mitte, alles klar. Ja, habt ihr selber Schuld, wenn ihr den Zerstörer nicht scouten tut. Hier gekippt. Also die Arbe, die HE macht auch die Preisschein von Damage. Aua! Schön. Die Detonation. Ja, das ist euer Schuld, wenn ihr nicht die Giering spottet. Also, wie kann man eigentlich einen Zerstörer komplett ignorieren?
Also, CV und den Kursa, ich hätten beides eigentlich, oder mit, durch ein Spotting, hätte man eigentlich den Zerstörer eigentlich wegschießen können. Aber wenn man lieber auf Schaden farmt und wenn ich ein bisschen Teamlinie spielt, ist ja kein Wunder. Okay, der guckt nicht zu mir. Sechs Treffer. Hinburg macht Kill. Oh, okay. Hallo, anklicken, danke. Friedrich auf 30 Kilometer, okay. Oh, schön, Doppelbrand. Das ist schön. Ja. Das ist, was ich meine. Die Gering hat zwei Schiffe platt gemacht. Keiner hat das denn wirklich gescoutet und sonst irgendwas. Also ich hätte mir auch dumm dämlich suchen können. Also wie kann man mit Flugzeugträger und mit Kasach eigentlich nur auf Schadenfarmen gehen? Rein theoretisch hätte ich auch zurückfahren können. Ja, du. Also das ist mal, ich habe jetzt auch ein bisschen auf Ego gespielt. 6-7 Treffer, nicht mal Brand. Was ist los mit diesem Schiff? Also es war Möglichkeiten, die Gering rauszuschießen, sonst irgendwas. Aber ja, das Team hat so, das ist meine persönliche Meinung nicht wirklich nutzt. Ich habe gesehen, Corsage fällt lieber Schaden. CV fällt auch lieber Schaden, als den Zerstörer zu spotten. Das ist immer, finde ich, immer nicht so optimal, immer so einen blöden Schaden zu farmen. Beide blöde Insel rum. Ich mag das nicht so, das ist doch ein Nahkampfschiff. Warum geht er nicht in Nahkampf? Aber down, das ist schön. Alter, wie schnell ist er bitte auf Speed wieder gegangen?
Das ist ja ekelhaft. Der war auf halbe Kraft dann wieder Vollspeed. What the fuck, was ist das? Also diese Schiffe mit komischen. So vorwärts, so möglichst schnell vorwärts, rückwärts wieder. Das ist ja völlig ekelhaft. Boah. Das war mal eine schöne Kelle mal. Aber hier muss ich jetzt Hydro ansetzen. Die muss immer hier sein. Dreifachbrand, ui. So fahren und rein. Oder. 12.000, Alter. Ja, und der Friedrich haut ab. Friedrich als Nahkampfschiff ist ja einer hinter mir und haut lieber ab. What the hell? Was ist, läuft da bitte falsch? Abpraller mit 350, das war ein perfekter Winkel. Also hier hätte der Friedrich mit mir mithelfen können. Also Friedrich einfach, kann man sagen, den hört sich jetzt wirklich gerade wo geil an, aber den Schwanz einzuziehen und dann abzuhauen, also das ist unverständlich. Also den Friedrich hätte auch mit mir nach vorne fahren können, Secondary nutzen können. Das ist unverständlich. Also dafür habe ich null Verständnis. Also Nahkampfschiff, was relativ stark in Secondary hat und als Kreuzer ein Backup noch nebenbei. Also wir hätten den Friedrich und ich hätten den Schiff eigentlich locker wegschießen können. Ja, natürlich ist wieder Pech dabei. Die Leute haben wieder, der Typ hat wieder Glück gehabt, die meine Salve nur alles Abpraller waren. Also, das ist ein bisschen too much, finde ich schon ein bisschen. Weil, wenn ich schon ein Nahkampfschiff schon spiele, nutze ich auch die Fähigkeit auch wegen so einem weiteren Teammate. Die Hydro war ja auch schon angewiesen. Und die Gering hat der Freiheitschein gehabt, weil der CV und der Kosaschen hier das Ding wirklich nicht spotten konnte, ja. Also nicht spotten wollten, ja. Es war ja kurz offen gewesen, aber das war es wieder im Großen und Ganzen wieder. Naja, ich glaube, das wird eher eine Niederlage. Ist ein bisschen schade. 19 knapp hier zu 100 Zieltreffer, 7 Abfackler. Also, die Quote fand ich mit der Azuma extrem. Das ist, ich glaube, die schlechteste Quote von allen. Eigentlich bist du mit Japaner relativ. Von den Abfackchancen relativ sehr gut. Also, mindestens. Ich sage immer meistens so zwischen 15 und 14 ist es meistens sehr immer sehr gute Runde gelaufen, ja. Aber 7 Abfackler mit einem japanischen Schiff ist das rein natürlich sehr, sehr, sehr wenig. Ja, natürlich, und die beiden Divis konnten ja machen, was sie so meinte. Besonders die Gering konnte machen, was er wollte, ja. Also eigentlich hätte den Friedrich eigentlich mit pushen können. Der hätte ja, wie gesagt, wir beide hätten ja den 10er Schlachtschiff hier auch rausgenommen, ja.
Aber der hat die, ist die Liebe lieber abgehauen, ja, und mit seinen Hauptbatterie lieber schießen sollen. Also hat er ja geschossen lieber. Ist, wie gesagt, ist eigentlich schade. Also den Schlachtschiff hätten wir zusammen eigentlich so komplett wegschießen können. Deswegen, ja. Die Z23 konnte nichts dafür. Der hat einen gierigen Gegner gehabt. Schliefend, komplett frei totgefahren. Also. Ja, okay, sein Divi-Partner hat noch ein bisschen. Alter. Also, der hat ja die richtige Runde gerockt. Also, den tue ich wirklich loben. Und Puerto Rico genauso, ja. Aber Schliefen. Übelst Jolo nach vorne geprescht, wie ein Geisteskranker einfach. Also so welche Leute brauche ich überhaupt nicht. Aber wie gesagt, die Z23 konnte nichts dafür, weil der hat eine Gearing. Und deswegen ja. Also unsere Zerstörer, kann man sagen, die Z23, kann man sagen, hat wirklich kein Backup gehabt. Korsage, ja, hat irgendwie sein eigenes Ding gemacht, das war auch nicht teamlinig. Also die Korsage-Flugzeuge können eigentlich auch einen kompletten DD halbieren. Ja, und ja, ja. Augustus, ja, Parseval war auch nicht wegen hier, war auch nicht so richtig nett. Also der hätte auch so viele Möglichkeiten, die Gegner darauf spotten können mit Schlagflugzeugen, also mit den AP-Raketen. Kannst auch Damage drücken. Und mit Torpedobomber. Also es gibt Leute, die sehen, ist meine persönliche Meinung, die sehen auch nicht die Situation, gerade kommen, ab nach vorne, wir haben Möglichkeit, den wegzuschießen. Aber das sehen sie meistens ja nicht. Wenn ich da auch darum gefahren wäre im Endeffekt auch drauf gegangen. Weil die Gearing ja konnte ja keine spotten, ja. Weil wir keine hatten, ja. Und die kommt drauf an, welche Torpedos die Gearing hatte, ja. Das ist eigentlich ein bisschen schade, aber. Also die Abfahrquote mit der Azuma war, kann man sagen, echt schlecht gewesen. Also es hätte auch mehr sein können. Aber naja, ist bei den Abfahrgleisen ist meistens so ein so Wunschkonzert. Leider ist das so. Also komischerweise bei anderen Schiffen, die geringer Brandwahrscheinlichkeit haben, ja, kriegst du komischerweise mehr Feuer zusammen als Schiffe, was mit sehr hoher Brandwahrscheinlichkeit. Wenn ich will, ich habe hier 29 und ich habe hier fast 100 Zieltreffer und davon habe ich nur 7 Abfahrgleise. Also das war echt eine beschissene Quote. Ah ja, naja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend, noch bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss.